So Leute, sind wir wieder bei Vegasylph, wir Sefi und Jutes. Hallo. Bei The Legend of Zelda, Majora's Mask. Hier im Maskenmenü, wie praktisch. Und dem Loch im Boden. Ja, lass mich doch reingehen. Ich will doch mich nur in ein tiefes Loch stürzen. Hallo. Oh. Ja. Ja, yeah, die Rubine hat sich voll gelohnt. Kann ich das Gras auch kaputt machen? Das sieht aus wie so ein billiges Gras von so einem Theaterstück. Oh, hallo! Also das ist typisch zweidimensional. Kannst du die Dinger nicht in die Luft jagen wie früher? Nee, stirb, 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 stirb! Oh Gott. Da wäre ich jetzt allein nie drauf gekommen. War das nicht früher? Früher konntest du die, glaube ich, in die Luft jagen. Nicht mit einer Bombe, glaube ich. Aber ich habe keine Lust mehr, meine Gesundheit sonst wohin zu knallen. Oh, 5 Rubine. Wir haben's bald. Da. Sefi versus Pflanze. Sieger Pflanze. Hallo. Hallo. Das ist ja wie ein Frosch. Irgendwie, ja, so den Rabenton haben sie irgendwie verfehlt. Zum Glück gibt es hier noch weitere Farmstellen für Rubine. Und das Ding hört sich ja wie ein Hund. Wo ist es? Ich kann es nicht anvisieren. Da. Da ist er. Ach, der Vogel. Ich erinnere mich. Ja, man muss halt nur mal aufpassen, wenn man hier dieses Dings immer wieder spawnt. Ja. Cool. Wie, das war's? Da kommst du wieder her? Ich glaube, wenn man den besiegt, gibt er sogar für 200 Richter, kriegt man, glaube ich, maximal bei dem. Ja, ich glaube, den habe ich so ganz oft irgendwie gekillt. Aber den kann man gut Rubine farmen. Ich meine, du brauchst ja sowieso Arsch wie Rubine, wenn du da die Bank sprengen willst. Ja, das ist das Risiko da bei dem Vogel. Ja, ich schreibe in die Luft bekommen. Ich glaube, die Bombe, die Maske will ich nutzen. Na, also ich hatte das auch schon, dass er mir eine Flasche geklaut hat. Oh. Aber ich habe ja noch keine Flaschen, die er mir klauen könnte. Hat er nicht auch sonst ein Schild geklaut? Ach nee, das war dieses komische Schleimhaufen. Das waren die Schleimmonster. Nee. Alter, kommst du wieder. Das finde ich so ein bisschen nervig, der fliegt ja immer so weit weg. Na gut, du bist auch ein bisschen zurückgegangen, ne? Ja. Ey, der verprügelt mich die ganze Zeit. Scheiß drauf, ich geh trotzdem auf ihn zu. Warum fliege ich überhaupt dahin? Und vor allen Dingen, der braucht echt lange, bis man den killt. Na, sehe ich schon. Vor allen Dingen auch so, wenn du den mit Pfeilen killst, wenn du, egal mit was, das dauert eine Weile. Oh, ey, wenn das weitergeht, kriege ich auch meine 90 Rubine zusammen. Jo. Oh, wer hat den abgezogen? Ein Rubin, ich reiz mein Leben für einen Rubin ein. Das ist immer so ein bisschen tricky, weil das Schwert so kurz ist. Mm, ja klar. Also solange er sich dabei nicht heilt. Das wäre auch noch nein. Ja. Go, go! Ich glaube, Sophie hat ihn das jetzt aber auch nicht abgezogen. Nein. Ja, wenn du sowieso, egal was, wie lange dauert. Wir müssen die Welt retten. Scheiß drauf. Erstmal müssen wir Geld haben. Stirbst du auch mal? Nein, Sterben ist ein Geräusch. Ich merk's. Das ist Das ist ein Phönix.
Ja, danke. Ein Geld für ein Geld, keiner Phönix. Endlich. Der Rubin ist größer als ich. Cool. Doch, hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir wenigstens genug Geld für eine Bombentasche. Wow. Nein. Das wäre nein. So haben wir nicht gewettet. Aber ich denke, ich habe den ganzen Schmarrn nur gemacht für die Bombentasche. Tja. Das war's wert. Dafür musst du sie ja nicht wieder kaufen. Ja. Man muss sich zwar mal wieder die Bomben holen, aber die Bombentasche an sich behält man immer. Ist genauso wie halt mit dem Köcher für die Pfeile. Ja, bin ich gerade durch ihn durchgerannt? Tricky, ich meine creepy, ich kann nicht mehr reden. Das ist creepy. Und tricky. Ja, vor allem als Let's Player. Ja, renn. Da ist alles ein bisschen creepy. Hallo! Ach, der Junge schon wieder. Ja, ich! Also, ich bin zwar erst 10 Jahre alt, aber ich wollte eigentlich Pokémon-Trainer werden. Ba, 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 bam. 30 Bomben? Wollte ich mich verarschen? Ja, besser als nix, ne? Ich glaube, normalerweise sind 20, ne? Kann sein. Schon so lange her. Ich meine, 20 und die größere ist dann, glaube ich, 30 und dann kann man, glaube ich, noch eine kriegen, wo man 40 oder 50 oder so. Hi du, ich habe 9 Rubine, die möchte ich gerne einzahlen. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Wie viel Rubine einzahlen? Wie viel? Natürlich 9 Rubine, mein ganzes Geld. Oh mein Gott, du bist ja reich. Ich bin ja auch erst 10. Der Typ denkt, oh, ich hätte Anwalt werden sollen. Ja. Dann könnte er sich vielleicht ein bisschen was Stylisches leisten. So. Link hat komische Beine. Das war so, nüt, boing, Knubbel, Bein. Stimmt. Naja. Jetzt, wo du sagst, wir speichern und reisen zurück zur Dämmerung des ersten Tages. Yay. Na. Ja. Nicht schon wieder! Ja? Nur wir haben ein Whitescreen, was? War was anderes als ein Blackscreen. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 72 Stunden. Mal wieder. Immer noch. Ich finde es mal lustig, dass in Ocarina of Time, dass Link als Held der Zeit so anerkannt wird. Aber hier hast du viel mehr mit der Zeit zu tun als in Ocarina of Time. Stimmt. Das einzig Zeitmäßige ist halt der 7-Jahre-Sprung. Und der Rest? Weil hier machst du ja langsamer, schneller, vom ersten Tag. Vorwärts, rückwärts. Ja, du dann manipulierst ja wirklich die Zeit. Ja. Deswegen bin ich seltsam. Weißt du, ich hab ein Schwert, lass mich durch! Stehen geblieben! Hast du etwas in die Sonne zu erledigen? Ja. Außer hat der Stab mal lauern unzählige Gefahren. Ich kann aus einem Kind nicht ein Schwert? Er hat ein Schwert und ich habe nun einfach ein Speer. Ich bitte um Verzeihung, Werther, es war falsch von mir, sie als wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe von Dämmerwald. Sollen Sie bitte vorsichtig, bla bla. Also wenn ich jemals ein Kind habe und das noch nicht alt genug ist, um Ei zu kaufen, drücke ich ein Schwert in die Hand und geht dann, kann er dann in die Tanke gehen und mir Bier kaufen. Ja. Das ist dann auch so, oh, sie haben ein Schwert. Moment. Die Polizei. Vor allen Dingen ist es wahrscheinlich noch nur so ein Plastikschwert. Alter, dieses Gras. Es ist wie ein Meer. Es sieht aus wie so ein Sumpfmeer. Ba, 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 ba. Ein roter Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 20 grüne Rubine. Das ist nicht wenig, aber auch nicht viel. Nein. Warum bist du da nicht zuerst hingegangen? Weil mir gerade erst wieder eingefallen ist, dass die Truhen hier sind. Na. Oder beziehungsweise ich an diese Truhe schon so rankomme. Zweidimensionales Gras.
Lauf, Louis, das nicht mehr vorhandene Chaos. Was denn? Und so stolpert über den Platz. Das war Link. Das ist wie so eine Ente. Das könnte ein Enthorn sein, ganz im Ernst. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tahir und ich haben das zusammen mit den Horkit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Flashback. Aber der Regen, der sah schon immer gut aus. Ich frage mich, ob mir früher aufgefallen sind, dass die Texturen so verwaschen sind. Glaube ich nicht, weil es damals nichts anderes gab. Du hast nicht vorher Final Fantasy gespielt und dann das. Ich kann Rad schlagen. Au. Ich kann Flöte spielen. Au. Ich kann aus dem Gras mehr auftauchen. Au. Ich kann lachen. Au. Los zeichnen, das kann ich nicht. Ich kann malen. Au, ich habe euch doch gar nicht wehgetan. Ja, was heißt zeigen? Konntest du denn so den Augen weh? Ich kann es überhaupt so eckig malen. Ja, tut mir leid, grafisch gesehen kann ich das nicht anders. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Er fliegt. Zumindest die Beine. Und als es dann in Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte, hat er sich gedacht, ich spawn mal einen Mond her. Das ist die Lösung. Wenn du mal Probleme mit der Welt hast, lass den Mond auf die Erde krachen. Okay, ich bestelle mir nachher bei eBay. Mond! Mondpower! Was? Ach ja, wir sollten vielleicht die ausrüsten. Die werden wir sicherlich noch brauchen. Nicht die Bombenmaske. Nein, nicht die Bombenmaske. Da fliegt ein Vöglein, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Fledermaus. Kommst du her! Nimm das! Wie sie zweidimensional runtergeklatscht ist. Nimm dies! Ja, und das. So viele Gegner! Die Fledermaus denkt sich wahrscheinlich auch, ich bin Batman. Da kommt noch einer. Ich bin nicht da! Nein. Das ist fantastisch. So das Glubbelding. Das Glubbelding. Oh, geh weg. Ich nenne es Slimer für Arme. Oh, da ist ein Herz da. Ja. Ich frage mich, ob du als Deko Dings auch mit Bäumen reden kannst. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Fülle zwei weitere, um deine Energielasten zu erweitern. Oh, Tingle! Nicht wahr, oder? Er ist dir elegant ausgewichen. Ich glaube, er verarscht dich. Das glaube ich auch. Wieso nimmst du nicht die Blume und holst dich? Ah. Ich habe ihn in den Popo geschossen. Ich sag dazu jetzt nichts.
Ich könnte jetzt wieder ein perverses Wortspiel machen. Du bist immer pervers. Ich weiß. Hallo, ich bin Stinge mit einem langgezogenen Gesicht und kein Kinn. Na, hab ich einen Bart? Ich habe einen Ziegenbart. Na nu, grüne Kleidung, weiße Fee, mein Herr, seid ihr vielleicht eine Walfee? Du liebe Güte, ich heiße Tingel, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 habe. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Mein Vater sagt, ich sollte manchmal im Alter entsprechen. Dachte ich, glaube ich, Tingel. Aber weshalb? Ich wechsle uns ab. Es ist immer ein anderer Tingel. Genau. Guck mal, der hat immer noch das gleiche Motiv auf der Karte. Oh ja. Oder ist es das gleiche? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt sieht man es da überhaupt nicht mehr. Dämmerwald! Dore! Das ist, glaube ich, eine Karte von Termino. Hallo, ich habe eine Karte. Du hast die Karte von Dämmerwald erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich im Sumpfgebiet besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du einen Bereich betreten hast. Der gelbe zeigt dir, wo du dich gerade befindest. Jederzeit bereit. Jederzeit bereit. Tingle, tingle, Kulusampa. Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehen sie nicht. Copyright bei Tingle. Kommt hier noch die GEMA aus, wenn ich das nächste Mal sage. So, das Nintendo VIP. Weißt du, so wie die sich in den USA die SWAT-Teams in den Livestream nach Hause schicken, so ist das hier mit der GEMA. Nur, dass die GEMA nicht mit Sturmgewehren reinkommt und Freeze ruft. Da ist Gras. Das nicht verschwindet. Magic Grass. Einfach magical. Nee. Erstmal die Leiter hoch. Das sieht aus, als hätte das Haus Augen. Ich finde, das sieht bei Häusern und bei Autos immer so aus. Das stimmt. Was ist das für ein Kaff? Das ist... Verflucht, wo ist er bloß? Dieser verwöhnte Balk schwänzt schon wieder die Schule. Schule? Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Welches Bild? Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Alter, seine Augen. Alter, sein Kopf. Ja. Leute, alle Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probiere es aus. Hallo, ich hätte gern eine Karte. Ich bin das Nichts. Kumones Bootsfahrten. Peru derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie Magilan zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Das ist bestimmt eine Frau. Eine alte Frau. Ich glaube, da ist niemand da reingeschlossen. Na. Uah. Glück gehabt. Ja. Das ist, wo das war, wo das Kinderbecken. Alter, ich will da wieder hoch. Lasst mich hoch. Weil unser Hauptproblem ist nämlich die Gift, dass die Sümpfe da hinten sind giftig. Ah, deswegen auch das Lila. Ja. Und wir könnten diese Bootstour wunderbar nutzen, um tiefer in die Sümpfe vorzudringen, ohne uns zu vergiften. Ah. Weil der Deku kann zwar übers Wasser hüpfen, aber naja, fliegen ist was anderes. So. Oh, wir haben ja schon wieder einen Part voll. Mhm. Mensch, das geht ja immer schnell hier. Ja. Also beenden wir an dieser Stelle den Part und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns darüber freuen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Tschüssi. Genau, tschüss.